Fußball bei ORTS.TV wird präsentiert von Jan Otto Hausmeister Service und Baustoffhandel. Service kommt von uns. Ahlers und Bobach, Heizung, Sanitär, Küche. Vertrauen Sie auf 25 Jahre Erfahrung. Und Lackiererei Ochsendorf. Kompetenz rund um Ihre Mobilität. 26. Spieltag in der Fußball-Oberliga Süd. Der FSV Barleben hat die Mannschaft von Schott Jena zu Gast und die stehen in der Tabelle im unteren Mittelfeld. Also wir sind definitiv hergekommen, um hier keine Geschenke zu verteilen. Also das mindeste Ziel ist ein Punkt für uns. Und bei Barleben, na gut, sie sagen jetzt, sie kämpfen auch noch im Klassenerhalt. Soweit ich weiß, ist ja offiziell der Rückzug gemeldet aus der Oberliga. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass Barleben die Saison ordentlich zu Ende spielen wird. Und da ist sie, die besondere Situation der Barleber Mannschaft, auch schon angesprochen. In einer schriftlichen Erklärung hat der Vereinsvorstand in der vergangenen Woche den Rückzug aus der Oberliga offiziell bekannt gegeben. Aber die Männer von Trainer Jörn Schulz lassen sich das auf dem Spielfeld nicht anmerken. Es sind wirtschaftliche Gründe, die diesen Verzicht auf die höchste bisher erreichte Spielklasse begründen. Eine Mischung aus zu wenig Zuschauern, fehlenden Sponsoren und den Kosten, die die Ligateilnahme und weite Reisen verursachen. Doch zurück zum Spiel, das zwar spannend ist, aber durch die vielen Fehler auf beiden Seiten zerfahren und nicht konsequent genug wirkt. Mit 0:0 geht es in die Halbzeitpause. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff verwandelt Dennis Neumann einen Eckball von Christopher Kalkutschke mit dem Kopf zum 1:0 und nur 4 Minuten später kann Joram Erbart ausgleichen. In der 65. Minute dann diese Szene. Ein weiter Abschlag durch den Jenaer Torwart. Geschickt sichern seine Männer den Ball, wechseln über 4 Stationen die Seite und schicken Luca Albrecht durch die Mitte nach vorn. Und Alexis Lehnhardt hat keine Chance, die Gäste führen 1:2. Das lässt sich der Barleber Sturm nicht gefallen und die Hausherren erhöhen den Druck. Ein schneller Vorstoß über den linken Flügel. Christopher Kalkutschke flankt weit über die Mitte und Nils Olvier Görs läuft in Schussposition. Das ist der Ausgleich in der 70. Spielminute. In den dann folgenden Minuten pendelt das Spiel hin und her, ohne nennenswerte Möglichkeiten. So bleibt es bei der Punkteteilung. Unentschieden heute, das Ergebnis. Was sagst du zur Leistung deiner Mannschaft? Ja, ich sag mal, es war kein schönes Spiel, auch nicht für die Zuschauer. Es waren viele Stockfehler drin. Also wir können auf jeden Fall besser Fußball spielen. Aber dadurch, dass wir die letzten Wochen mit 13, 14 Mann durchgezogen haben, ich denke, nehmen wir einen Punkt mit und dann ist gut. Der Verein hat entschieden, die Oberliga aufzugeben, auch wenn ihr sportlich den Klassenerhalt schaffen würdet. Wie beeinflusst das die Stimmung in der Mannschaft? Absolut gar nicht. Dadurch, dass wir so einen überragenden Charakter haben in der Mannschaft, ist das überhaupt kein Thema für uns. Das einzige Ziel ist, dass wir die Klasse sportlich halten. Das ist für jeden Fußballer wichtig, dass man nicht absteigt. Das hängt einem immer hinterher. Und daher ist das klare Ziel, Klassenerhalt sportlich zu schaffen und beeinflusst uns überhaupt nicht. Als nächster Gegner steht am kommenden Samstag FC Inter Leipzig auf dem Programm und der Tabellenzweite wird es dem FSV nicht leicht machen. Fußball bei ORTS.TV wurde präsentiert von Jan Otto Hausmeister Service und Baustoffhandel. Service kommt von uns. Ahlers und Bobach, Heizung, Sanitär, Küche. Vertrauen Sie auf 25 Jahre Erfahrung. Und Lackiererei Ochsendorf. Kompetenz rund um Ihre Mobilität.